Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Andreas Diebacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Tja, wir sind schon wieder ein Stückchen weiter. Oh, jetzt muss ich gerade gucken. Wir sind bei Teil 7. Teil 7 Burnout-Prävention. Wieder kurze, schnelle Ansage an alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, die mich noch nicht kennen. Ihr müsst euch unbedingt, wenn ihr hier eingestiegen seid, bei Teil 7 mich erst kennengelernt haben. Schaut euch bitte den Einstieg an zur Burnout-Prävention, dann Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum? Weil es ein roter Faden ist, ganz wichtig, weil diese Videos bauen nach Priorität auf. Teil 1 ist ganz wichtig, Einstieg ist wichtig und Teil 7 ist auch wichtig. Aber es ist erst Teil 7. Das ist nicht von ganz so hoher Priorität. Okay? Gut. Burnout. Prävention. So, Freunde. Und wir haben Teil 7 von 10. So, und da gibt es heute Folgendes. Auch meine Erfahrung, wichtige Erfahrung, die ich unbedingt weitergeben möchte, Folgendes. Gerade Männer, natürlich Frauen und Männer können einen Burnout bekommen. Frauen sind sogar laut Studien eher behaftet damit, beziehungsweise die reagieren schneller drauf. Weil sie, keine Ahnung, gibt es noch keine genauen Studien, aber Frauen können einfach viel mehr Dinge versuchen gleichzeitig zu machen. Die haben einen viel breiteren Blick. Also genaue Studien habe ich noch nicht nachgelesen, was es tatsächlich ist. Nur ist es so, dass Frauen da ein größeres Risiko haben, vor allem wenn sie in einem gewissen Alter sind. Kann vielleicht auch mit Hormonen zusammenhängen, weil der Hormonstoffwechsel zählt auch immer wieder dazu bei. Thema Hormonstoffwechsel ist heute hier nicht, wird auch in dieser 10er-Reihe nicht rankommen. Das kommt zum späteren Zeitpunkt. Ganz wichtiger Fakt ist, gerade unter Männern ist das Problem, dass viele Männer so dieses Hero-Verhalten haben. Ey, ich bin Mann, Freunde, ich kann großes Feuer machen. Ich und Burnout. Burnout, weg damit, kann ich nicht. Obwohl es viele Menschen gibt oder viele Männer gibt, die spüren das auch schon, dass da was im Anmarsch ist. Aber als Mann kriege ich doch keinen Burnout, hallo. Als Mann bin ich doch Hero, als Mann habe ich doch so einen Schutzschild um mich. Und was macht der Mann? Tja, der Mann, wie so immer, verzieht sich in seine Höhle und bringt die Klappe nicht auf. Warum? Er möchte sich nicht die Blöße geben. Ansonsten könnte das Feuer kleiner werden, was er macht. Ansonsten könnte er an Stellungswerten der Gesellschaft innerhalb seiner Sippe verlieren. Also, Mund zu, nichts sagen. Mein Tipp an euch. Ganz wichtig, ihr glaubt es nicht, wie viele Menschen in eurem Umfeld das gleiche oder ein ähnliches Problem haben. Keiner redet drüber. Für mich ganz faszinierend. Als ich das 2014 hatte, habe ich natürlich die Klappe nicht gehalten. Ich war aber nicht so stolz. Ich habe den Mund aufgemacht und habe einfach verschiedene Personen angesprochen, wo ich ähnliche Verhaltensweisen gesehen habe und habe festgestellt, dass nach der Ansprache ein bei mir entstand, es gibt auch noch andere, die haben das Gleiche. Und der andere gegenüber habe ich gemerkt, nach einer gewissen Zeit, wenn die Fassade fällt, dass er genauso entspannt wurde, gedacht hat, man hat es in der Körpersprache gesehen, ey, Gott sei Dank gibt es auch den, bei dem hätte ich es doch nie gedacht, dass der ein solches Problem haben könnte. Und der hat es auch. Und schon hat man eine tolle Diskussionsebene gehabt, hat sich ausgetauscht, hat sich gegenseitig Informationen zugeschoben und diese Informationen haben extrem geholfen. Und deswegen, meine Freunde, einen Tipp von mir. Wenn ihr so gewisse Dinge, was ihr jetzt hier bei mir mitbekommt, zum Burnout, Perfektionismus, schlechtes Zeitmanagement, schlecht drauf, ihr könnt nicht mehr schlafen, ihr fühlt euch nutzlos, wenn ihr solche Sachen entdeckt, dann geht doch einfach mal her und guckt mal in eurem nahen sozialen Umfeld bei Menschen, denen ihr sehr nahe steht, der ein oder andere dabei ist, wo so ähnliche Dinge sind, sprecht ihn einfach mal an. Du, mir geht's so und so, hast du schon Erfahrung gemacht. Und ich kann euch garantieren, das ist pure Medizin. Pure Medizin, weil ihr feststellt, ihr seid nicht alleine auf dieser Welt. Freunde, das war's. Teil 7. Achtung. Du bist, ich mache den Anfangsbuchstaben immer groß, nicht alleine.
Ich hoffe, dass ich alles richtig geschrieben habe. Falls ihr einen Fehler finden solltet, der Fehler kommt von Herzen. Weil dann macht man da keinen Stress draus. So, also Freunde, du bist nicht alleine. Männer, wenn es soweit ist, Mund auf. Nicht in der Höhle verkriechen, funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert. Okay, das war's. Teil 7. In Kürze geht's weiter mit Teil 8. Nächstes spannendes Thema. Bis dahin alles Gute. Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.